Okay, da dürfen wir nicht hin, oder? Wir dürfen da. Wir dürfen da zwar rauf, aber wir müssen mitlaufen. So nämlich. Da unten, das sieht gar nicht gut aus. Oh, das war noch so ein altes Nokia, hast gesehen? The piles of junk were all wired into the mains. I suppose it was a good deterrent against thieves. Vorsicht, 10.000 Volt. Wie kommen wir denn jetzt? Ah, okay. Au! Oh, was? Ich hab meinen Kopf verloren. Da rettet auch kein Chip mehr was. Ich meine, wir haben ja unendlich Leben dank unseren Chips. Aber wenn wir unseren Kopf verlieren, dann ist aber auch vorbei mit diesem Chip. Wollte ich nur mal eben gesagt haben, ne? Dass dieser Chip gar keinen Sinn macht. Klar gesehen. Was hattest du nochmal gesehen? Was habe ich denn gesagt gehabt? Was habe ich gesagt? Keine Ahnung, Alzheimer, weißt du doch. Okay, da bringt das nichts. Hier gehen wir einfach mal rüber, zack. Einmal im Kreis drehen, zack. Autobot immer am längsten. Okay, einmal rübergelaufen, sind sie an. Okay. Oh. Mit dem alten Nokia Handy. Achso, mit dem alten Nokia Handy, alles klar. Din, din, din. Ewi. So, wir laufen hier einmal durch, bleiben hier stehen, einfach darüber, so, zack, und jetzt mit volles Karo darüber, zack, oh. Da bin ich nicht durch. Alice would have felt at home here, with all the huge piles of junk everywhere. Oh nein, kein Hopfelmus. Hoppelmus. Kein Hoppelmus. Easy.
Wenn nicht denn so viele Bären fallen daher, das macht doch alles gar keinen Sinn. Warum sind die an? Das macht auch keinen Sinn. Ja, warte, warte. Oh, ich hab doch gesagt, warte, warte. Ja, genau, flüchte mal. So, warte, warte. Wie ist das Spiel denn bis jetzt? Sag doch mal eine Meinung. Oh, ich bin ganz klein. Oh, so viele Schlüssel. I didn't know which key I should take, so I took all of them. Ich wusste nicht, welche Schlüssel, deswegen nahm ich alle. Alles klar, ich muss jetzt alle Schlüssel sammeln. Was ist das für eine Schlüsselordnung hier? Nichts gekennzeichnet. Oh Mann. I wasn't sure which of the many keys was Mr. Sutton's, so I thought I should take them all. I wasn't sure which of the many keys was Mr. Sutton's, so I thought I should take them all. Wieso läuft er denn von alleine? Ich bleib doch stehen. To collect all of the keys. Egal, ich habe jeden Schlüssel. Scheiß drauf. As soon as I heard the gunshot, I knew I needed to go back and find Mr. Sultan. Jetzt muss ich wieder ganz zurück. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Fertig macht es mich. Ja! Guck mal, so weit war ich ja noch nie. Was ist das? Spring doch denn! Ich hab doch diesen Knopf gedrückt. Oh, Gott sei Dank. Muss ich jetzt ehrlich wieder den ganzen Weg zurück? Ist keine Abkürzung. Ah! Da gab's Hoppelmus zum Frühstück. Hm. Oh nein. Hey,
warte, jetzt. Kann ich nicht, wenn ich hier lang gehe. Ach so, da oben ist gar nicht die Wand. Ja. Oh, die hängen doch auch an. Ah! 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 Oh, was? Hoppel in zwei Teile. Ah, was? Hoppel in zwei Teile. Dumm. Wie oft wurde ich schon wieder belebt? 180 Mal, du. 180 Mal. 180 Mal. Lauf. Och Mann, oh, ich hab doch aufgehört zu laufen. Warum? Ich muss auch. Muss aber auch ganz ehrlich sagen. 192, ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, langsam werde ich echt müde. Das liegt daran, dass ich ja so spät anfangen sollte heute. So spät anfangen zu streamen. Mein Mod hat gesagt, kannst du ein bisschen später streamen? Und jetzt haben wir den Salat, jetzt bin ich müde. Und ich verstehe gar nicht, warum ich müde bin, weil... Ich glaube, ich habe Blutarmut. Hoppel hat Blutarmut. Ich bin ja nur noch müde. Wirklich, nur noch. Aber ausschlafen tue ich komischerweise nie. Das ist das Komische. Ich schlafe nicht aus, bin aber müde. Ja. Oh. Wohin mit den Schlüsseln? Warum ist denn hier noch so viel Müll? Ich hab Schluck auf. Hört man das? Hallo? Ist aber gut, ne? Mein kleines Stoffschnürchen juckt. Mein kleines Stoffschnürchen hier. Oh, guck mal, mein kleines Stoffschnürchen hier. Flammjocken hier. Egal, wir hatten ja zum Glück noch mal so ein... Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Nein! Kannst ja niemand erzählen. Ja. So nicht. Ja, ist aber gut. Schluss. Dün. So, hier nochmal ein bisschen Müll einsammeln. Wo fahren denn, wo lässt er den ganzen Müll eigentlich? Die Müllsäcke und so. The old man was pointing an even older gun right at Mr. Silton's face. But the man looked terrified when he saw me. I can still picture his hands shaking as he reloaded his ancient firearm. This wasn't the plan, shouted Mr. Silton. It's him or me. Let him have it. Boss? Nicht mit mir, Kollege.
I didn't know what I was going to do when I caught the old man. But I knew I had to stop him. Ich lese das gleich mal eben. Ich muss mal eben hier den alten Mann hinterher rennen. Someone dead hurt my friend. They would have to pay. Hab ich dich. Jetzt schön mit der Fresse ins Gesicht. Richtig so. Ha. Nein! Sein Arm! Warum ist er denn jetzt ein Skelett geworden? Er wurde angeschossen. Oh, doch nicht. Schlaf nicht aus, bin aber müde. Klar bist du da müde, weil du nicht ausgeschlafen hast. Ja, hättest du mal etwas später streamen müssen. Genau, nun haben wir den Salat. Stupfnäschen, ja. Mein Stupfnäschen ist auch rosa. I kept turning the events over in my mind. Could I have handled things differently? Could I save Mr. Silton without hurting that man? Mr. Preston could see I was upset and said music was a good alternative to facing up to problems. Come with me, he insisted. I'm going to teach you how to play drums. First, he said, just play the bass drum along with me. We'll see how good your timing is. Spiele den Beat. Okay. Haben wir. Alles klar. Schlage auf jede Trommel ein paar Mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Oh Gott. Warum nicht alle vier Tasten? Warum nach links und so? Oh Gott. Habe ich es geschafft? Achso, jetzt ich. Uiuiui. Yeah, easy. Spielen wir zusammen ein Lied. Oh Gott. Oh nein!
Okay, tolle 108, gut 51, schlecht von 18. 25 nur verpasst, nur 25. Yeah. 25 nur verpasst und die längste Strähne war 53. Beste Trommel war der Becken, schwächste Trommel war der Tom. Möchtest du nochmal? Wir machen nochmal. Bist du bereit? Ich mach Randale hier. Okay. Sobald der Rhythmus sich ändert. Bravo! Aber jetzt habe ich nur noch 13 verpasst. Nur noch 13. Aber immer noch ein B. Die beste Trommel ist immer noch der Becken. Und die schwächste Trommel ist immer noch der Tom. Wir machen es einfach nochmal. Diesmal habe ich den Rhythmus. Scheiße. Schon besser, schon besser. Das war schon deutlich besser. Wir haben schon ein B+. Haha. Wir haben nur noch 6 verpasst. Längste Strähne war 129, meine Damen und Herren. 129, hast du gehört. Aber toll. Toll sind toller. Toll ist toll toller als gut oder ist gut toll guter als toll? Hä? Was meinst du? Hä? Hä? Schwächste Trommel? Error. Wir hatten keine schwächste Trommel. Okay, weißt du was? Wir machen es nochmal. Scheiße!
Scheiße! Was ist denn jetzt los? Was steht denn da immer? Das war gut. Oh Mann, ich hab so doofe Stellen, so bin wieder da. Hey Michi, hey, Micha. Wir haben wieder ein B+, aber verpasst haben wir diesmal. Ey, ich krieg das hin. Hier nochmal, hier, pass auf. Ja. Jetzt fühle ich den Beat. Ja, gut ist besser als toller. Okay. Oh, ich war so gut. Mann, oh, ich war so gut. Ich war so gut. Ich hab's verkackt. Wieder ein B+. 4 Stück verpasst. Och, Mann, oh. Aber wieso mache ich denn manche nur gut und manche toller? Also, ich mache ja viele tolle, aber warum mache ich die anderen denn nicht so gut? Bin ich zu früh? Mache ich das zu früh? Oder mache ich das zu spät? Mache ich das zu früh oder zu spät? Okay, einmal noch. Letztes Mal. Na, jetzt habe ich ganz verkackt. Ach komm, leck mich doch. Ich sehe gerade, dieses Game hat generell nicht viele Viewer. Nö. Wenn ich nach Viewer gehen müsste, dann müsste ich immer nur Fortnite spielen und Call of Duty. Oh, ein E. So, jetzt aber ernsthaft. Also wirklich die letzte Runde ist es jetzt.
Einen habe ich verpasst. Zwei habe ich verpasst. Ich kann das gleich schon alles auswendig hier. Da brauche ich gar nicht mehr hingucken. Ach Mann. Ach egal, komm, wir spielen weiter. Besser werde ich nicht, ich bin einfach zu schlecht. Vielleicht kommt ja noch ein Lied. Also, nur mal eben so nebenbei, Micha. Ich spiele natürlich gerne Spiele, wo ich auch gesehen werden kann, ne? Also eigentlich spiele ich gerne Spiele, auf die ich einfach Bock habe. Ganz einfach. But he said there was something even more important we had to do first. Mr. Silton explained that it was a good idea that Mr. Logan be released from prison early, and that this wouldn't involve a parole board, but might involve dynamite. Straight away I was apprehensive. I thought only bad people went to prison. I knew Mr. Logan was the guitarist in Mr. Silton's band, but why would we help a bad person? In the end, I think it's only Mrs. Silton's smile that convinced me to help. Mrs. Silton promised to have a present for us when we got back. She said she'd been saving her money from her decorating job. I didn't know what I would need money for, but then realized, if nothing else, new games consoles must be out. Be careful, said Mrs. Silton with a big smile. Don't rob any post offices, and don't get shot. In the dead of night, it was surprisingly easy to get close to the prison building. Mr. Silton said it was like the Death Star and had a weakness we could exploit. Although I seem to remember the robot getting shot when they did that in the film. But there was no time to worry as Mr. Silton pressed a walkie-talkie into my hand and said, "Good luck,